Hallo und guten Morgen aus dem schönen Thailand. Ich bin mit euch hier mal zum Na Jomtin gefahren. Ganz kurz hinter Pattaya raus Richtung Sattahip. Und wer richtig guten Fisch essen möchte, der kommt hier direkt an diesen kleinen, fast unbekannten Fischereihafen. Ich drehe das mal um. Also erstmal hier die Boote, die jeden Tag hier ankommen und anlegen. Und genau auf der anderen Seite gibt es ein ganz tolles Restaurant, aber nicht nur eins. Es gibt mehrere, dahin geht es weiter. Und hier kann man natürlich auch sitzen. Und das ist hier nicht so touristisch wie zum Beispiel in der Walking Street oder in anderen Fischrestaurants, wo du richtig viel Geld in Anführungsstrichen auf den Tisch legen musst. Hier sind die Preise angemessen und du kannst sicher sein, dass das Seafood, natürlich auch woanders, gehe ich mal davon aus, ganz frisch aus dem Meer kommt, also spätestens morgens. Ich wollte mal morgens um 6 Uhr hier kommen, wenn es noch richtig dunkel ist, wenn es hier anlegen, aber das ist mir dann doch zu heikel, da bin ich noch zu müde. Und das ist übrigens die Pattaya Na Jomtin 6-1. Also wenn du aus Pattaya kommst, dann kommst du diese Straße hier rein mit dem Auto oder Motorbike. Und auf der rechten Seite, also jetzt wenn du reinkommst, auf der linken Seite, sind ganz viele kleine Wohnungen, Häuser, Häuschen von den Fischern, die arbeiten und jeden Tag hier ihre Boote haben und angeln und fischen. Ich möchte die nicht filmen, das mögen die sicherlich nicht. Ich gehe mal hier rüber, nee, mache ich doch nicht. Das ist also typisch Thailand hier. Es blendet die Sonne, das stört wahrscheinlich. Also, für alle Freunde, die gerne mal Fisch essen, die nicht immer in diesen touristischen Restaurants gehen möchten. Ich will nicht sagen, dass es hier nicht auch touristisch ist, aber es ist eine ganz andere Atmosphäre. Weißt du, hier vorne sind die ganzen Hochhäuser, die Apartmenthäuser und ein bisschen weiter dahinter, also hier rechts, sind die Restaurants. Ach, da gehe ich mal lang. Da ist natürlich der liebe Popeye. Ich wusste gar nicht, dass der auch angelt. Ich dachte immer, der isst nur Spinat. Das ist schon eine interessante Atmosphäre, die ganzen Apartmenthäuser und hier so ein alter Fischereihafen. Und hier sieht das so richtig urig aus. Und wenn man das hier so sieht, alles in Thai, nicht in Englisch oder so und nicht in Russisch, da kannst du davon ausgehen, dass hier die Thailänder abends herkommen und essen. Und dann ist hier richtig, richtig voll. Und das bedeutet, das Essen schmeckt auch richtig lecker. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fischesser. Habe ich so meine Probleme mit, wenn dann überhaupt nur speziellen Fisch. Aber wie gesagt, wenn du hierher kommen möchtest, Fisch essen, ein bisschen weiter raus, Richtung Sattahip auf der rechten Seite, Na Jomtin 6-1, dann ganz geradeaus durchfahren, also ungefähr 1 Kilometer, dann kommst du hier an. Wunderbare Atmosphäre. Mein Gesicht muss man ja nicht sehen. Und schon bist du hier. Kannst ein bisschen spazieren gehen, aber ich warne dich schon mal vor. Das stinkt ja ganz schön nach Fisch. Oh, hier ist ein bisschen was zusammengebrochen. Man darf natürlich nicht so genau hingucken wegen der Sauberkeit, aber das sind wir ja in Thailand gewohnt. Ist ja nicht wie bei uns in Heiligenhafen oder auf Fehmarn. Ich bin immer wieder fasziniert von dieser Umgebung. Ja? Also guck dir das an, hier uralte Fischerboote. Ja. Richtig alt und traditionell. Und hier auf der anderen Seite die hochmodernen Apartmenthäuser. Krass, oder? Faszinierend. Das gehe ich mal ein bisschen weiter. Falls du nicht hierher kommen kannst, weißt du schon mal auf jeden Fall, wie das hier aussieht. Da
alles urtümlich, nichts auf modern gemacht. Man lässt es einfach so, wie es ist. Da wird nichts gemacht. Ich glaube, das war vor 30 Jahren auch schon so, wenn man sich das so anguckt. Sitzen Sie hier und guck dir das an, ja. Sitzen Sie hier und flicken die Netze. Hier wird nichts gemacht. Es wird einfach stehen und liegen gelassen. Man macht seine Arbeit. Und ein paar Meter weiter ein herrliches Fischrestaurant. Ich denke mal, das ist ein Geheimtipp. Und hier sind Tauben. Das ist ein Taubenzüchter. Hier oben kann man das sehen hier. Bisschen windig, Entschuldigung. So, jetzt gehe ich nochmal zurück, damit man die Atmosphäre nochmal aufschnappen kann. Die Sonne im Rücken, ist ungefähr 9.30 Uhr. Morgens ist hier noch ein bisschen mehr los. Ich war schon mal sonntags relativ früh hier. Da waren die aber schon fertig. Das war dann so gegen 7.30 Uhr. Dann ist hier alles voll. Guck mal, da hinten ist ein ganz alter Kahn. Das habe ich auch schon mal aufgenommen, da hinten. Da muss man dann in die 18 rein oder in die 10, also ein Stückchen weiterfahren. Jo. Das wollte ich heute Morgen nochmal zeigen. Für die Fischfreunde, die demnächst nach Pattaya kommen oder die Leute, die schon länger hier sind. Dann danke ich dir und schönen Tag und guten Appetit beim nächsten Fischessen hier in diesem Restaurant.